Lübeck war immer eine reichsfreie Stadt? Das stimmt, zumindest bis zum Jahr 1806. Denn hier vor dem Lübecker Burgtor spielten sich dramatische Szenen ab. Denn als die Schlacht von Jena-Auerstedt während des vierten Koalitionskrieges von Napoleon gegen das preußische Heer verloren ging, flohen einige der Soldaten mit General von Blücher hier nach Lübeck. Am 6. November wurden sie schließlich gestellt, ungefähr von 53.000 französischen Truppen. Die Schlacht wurde schnell entschieden. Trotz dieser dicken Mauern konnten die Verteidiger das vorrückende französische Heer nicht zurückhalten. Herzog Heinrich Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg war damit beauftragt, mit seinen Truppen die Franzosen zurückzudrängen. Doch eine fatale Fehlentscheidung, nämlich seine Truppen durch das Tor hinauszuschicken, um die Franzosen zurückzudrängen, führte dazu, dass die Stadt schließlich erobert werden konnte. Es folgte Tage der Plünderung und der Brandschatzung, doch letztendlich war das viel dramatischere, dass Lübeck lange Zeit besetzt worden ist.